So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir treten wieder ein in die Sitzung. Der Ältestenrat hat den Vorgang erörtert und wir haben einvernehmlich vereinbart, dass wir dem Plenum vorschlagen, dass der Tagesordnungspunkt, über den wir uns eben auseinandergesetzt haben, das wäre 99, nach dem Setzpunkt der Grünen heute aufrufen. Das ist der Tagesordnungspunkt 59. Und das heißt, das wäre also nach dem Tagesordnungspunkt 59, der Top 99, der dann aufgerufen wird. Und das ist ungefähr um 17.45 Uhr. Ich sehe niemanden, der dem widerspricht. Dann wollen wir auch so verfahren. Wie gesagt, dieser Tagesordnungspunkt 99 nach Tagesordnungspunkt 59 gegen ca. 17.45 Uhr. Wir treten wieder ein in die Haushaltsberatung. Nächster Redner auf der Rednerliste ist der Kollege Erich Heidkamp für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Nach diesem Lehrstück in Demokratie muss ich Ihnen sagen, ich habe schon erlebt, dass wir 40 Milliarden Haushalte einfach durchgewunken haben, aber hier geht es um wichtigere Sachen. Herr Kollege Abgeordneter Kaufmann, Sie haben sich ja auch bei dem trockenen Thema des Haushalts an der Frage des Frauenbildes in der AfD abgearbeitet. Ich kann Ihnen nur raten, einmal unsere Alice Weidel, Joanna Cotard oder Marianne Harder-Kühdel zu treffen. Sie würden Ihr Bild sofort revidieren. Von uns wird heute eine Stellungnahme, sogar eine Zustimmung verlangt zu drei großen Themen. Da wir dazu eigene Ideen entwickelt haben, werden wir den Vorlagen nicht zustimmen können. Bei allem Respekt vor der Diskussion hier im Landtag müssen wir anerkennen, dass eine von der Regierung vollkommen unabhängige, von ihr nicht zu beeinflussende Entwicklung viel entscheidender wird für unsere Zukunft als die Diskussion über die Verteilung der Mittel zwischen den Kommunen, Land und Bund. Wir haben es ja eben erlebt, wie wichtig die Frage der Impfungen ist. Es ist die Frage, wie schnell wirksame und nebenwirkungsarme Impfstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden. Die damit einhergehenden Entscheidungen haben wir weitgehend an die Kommission der Europäischen Union abgegeben, und diese hat sich nun wirklich nicht kompetent gezeigt und mit Ruhm bekleckert. Wir werden uns sicher in Zukunft mit dem Problem beschäftigen müssen, ob diese Kommission mit anderen Fragen besser aufgestellt ist, wenn es z.B. darum geht, in eigener Verantwortung Billionen von Euro als Kredite aufzunehmen und in eigener Herrlichkeit an die EU-Länder zu verteilen. In Italien stürzt angesichts der Aufgabe, Corona-Hilfen in Höhe von 209 Milliarden vernünftig zu investieren, die Regierung. So hat Frau von der Leyen sich das sicher nicht vorgestellt. Im letzten Haushaltsausschuss habe ich eine Äußerung des Abgeordneten Weiß von der SPD so verstanden, dass er sich ärgerte, weil es ihm irgendwie so vorkäme, als ob die verschiedenen Fraktionen die Anträge der jeweils anderen Fraktionen fast zwanghaft ablehnten, vielleicht ohne sie überhaupt gelesen, sich jedenfalls nicht eingehend mit ihnen beschäftigt zu haben. Ich kann ja verstehen, dass Sie meinen Vortrag als langweilig empfinden, aber irgendwie, ich höre anderen immer zu. Im Grunde ist das eine enttäuschende Feststellung, die ich aber teile. Was macht es denn für einen Sinn, die von allen anderen konkurrierenden Fraktionen mit einer großen Ernsthaftigkeit und einem immensen Zeitaufwand erarbeiteten Unterlagen ohne weitere Diskussionen immer abzulehnen? Das wurde ja eben von der SPD ebenfalls moniert. Ich erinnere mich ganz gerne an die ganz andere Atmosphäre der Information und der öffentlichen Debatte im März des Jahres 2020, als alle Fraktionen in offener Konkurrenz der Ideen in die Diskussion über den besseren Weg in dieser für unser Land schicksalhaften Entwicklung infolge der Corona-Pandemie eingebunden wurden. Die Grundlagen, die Prämissen für die eingebrachten Änderungen beim Hessischen Finanzausgleichsgesetz, für die Feststellung des Haushaltsplans 21
und für die Finanzplanung der Jahre 20 bis 24 könnten nicht unsicherer sein. Das erkennen wir an. In mehreren Veröffentlichungen des Ministeriums ist berechtigterweise die Rede davon, dass die Haushalte in den nächsten Jahren an die geänderten Bedingungen angepasst werden müssen. Leider können wir im Haushalt noch in der Planung diese Veränderungen erkennen. Nach Darstellung der Bundesregierung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der nun doch überraschend schnell und in ausreichender Menge zur Verfügung stehenden Impfstoffe müssen wir von der Überlegung ausgehen, dass es zu einer Normalisierung der Situation spätestens im Herbst 2021 kommen wird. Damit ist auch die Planung für das Sondervermögen bis ins Jahr 2023 zur Kompensation der pandemiebedingten Ausgaben zu aktualisieren. Unter diesen Umständen sind wir überzeugt, dass unser Konzept der Haushaltsgestaltung und Planung ohne die Einbeziehung eines Sondervermögens realistisch war und ist. Infolge der wegbrechenden Steuereinnahmen, der großen direkten und indirekten Ausgaben für die Bekämpfung der Pandemie, der immensen Einkommensverluste der Unternehmen und Bürger, der beängstigenden Entwicklungen in den Ländern, mit denen wir im Austausch stehen, kann jede Planung schnell zur Makulatur werden. Für Fehlentscheidungen haben wir keine Reserven mehr. Bei den drei hier zur Diskussion stehenden Vorlagen sehen wir eine beunruhigende gemeinsame Tendenz. Die Illusion, dass es so weitergehen kann wie bisher, soll offensichtlich aufrechterhalten werden, indem man die Schulden in die jeweils höhere Ebene weitergibt. Von den Kommunen eben an das Land und vom Land an den Bund und vom Bund eben nach Brüssel. In Italien hat man das schon perfektioniert. Da reicht man die Schulden gleich weiter an Frau Lagarde und Herr Draghi wird sicher wissen, wo er da anzurufen hat. Natürlich wünschen sich die Kommunen die Absicherung einer langfristigen Planung für ihre Einnahmen und Ausgaben. Das Land ist sich seiner Verantwortung bewusst, ist zum Teil sogar gesetzlich verpflichtet und übernimmt nolens volens die Belastungen. Die Basis ist damit erst einmal ruhig gestellt. So bereitet man Wahlen vor, wenn man an der Regierung bleiben will. In der letzten Sitzung des Finanzausgleichsgesetzes warf uns der Kollege Martin von den Grünen vor, Kitas, Kindergärten und Schulen schließen zu wollen. Wir müssen uns hier einiges anhören. Ein Beispiel dafür, dass man uns nicht mit der gebührenden Sorgfalt zuhört. Ausgaben für Schulen, für vorschulische Bildung und Betreuung der Kinder würden meine Fraktion im Gegenteil noch nicht einmal unter den von uns kritisierten konsumtiven Ausgaben des Sozialbereichs subsumieren. Wer dies tut, sollte sein Verständnis für Investitionen überdenken. Die Mechanik der automatischen Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs an die Einnahmeentwicklung war bisher nachhaltig und grundsolide. Der KFA verteilte nur das, was es zu verteilen gab. Die Entkopplung des KFAs von der realen Einnahmeentwicklung des Landes und damit von der Realität der wirtschaftlichen Entwicklung gibt es nicht umsonst, auch nicht für die Kommunen. An der Kreditaufnahme des Landes im Rahmen des Sondervermögens werden auch die nächsten Generationen zu tragen haben. Die Tilgungslasten werden den finanziellen Handlungsspielraum künftiger Landesregierungen stark einschränken. Was dies in Zukunft für die Möglichkeiten des Landes bedeuten wird, finanzschwache Kommunen zu unterstützen, mag sich jeder selbst überlegen. Wir können jeden Tag in den Medien mitverfolgen, wie die ideologischen Fehlentscheidungen der letzten 10 Jahre Stück für Stück die Steuerkraft des Landes erodieren. Man kann sich für eine grundsätzliche Ablehnung von Wachstum und für die Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks entscheiden. Wunderbar. Muss dann aber folgerichtig auch die Ausgabenseite anpassen. Es ist abzusehen, dass deutsche Unternehmen in naher Zukunft international ihre Marktführerschaft in weiten Bereichen verlieren werden. Der Innovationsdruck, die Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmen, schwand mit den geldpolitischen Lockerungen der EZB. Gleichzeitig überaltert unsere Gesellschaft. Wir zombifizieren auf allen Ebenen. Während wir schrumpfen, wächst China, selbst in der Krise. Und die Grünen, die sich gedanklich bereits aufschwingen, die nächste Kanzlerin zu stellen, sind die erklärten Gegner der Automobilindustrie und weiterer Industriesparten, die uns bisher über Wasser gehalten haben. Angesichts dieser Entwicklungen sollte das Land eine behutsame Anpassung der kommunalen Haushalte an die wahrscheinlich dauerhaft niedrigere Einnahmebasis anstreben.
Ins Auge fassen sollte man insbesondere das Angebot mehrerer kommunaler Gesellschaften, die sich mangels Nachfrage für ihre Dienstleistungen bereits vor der Krise selbst nicht getragen haben. Wenn man sich aber schon dafür entscheidet, das System der KFAs umzustellen, so hätten wir uns gewünscht, dass die Schlüsselzuweisungen innerhalb der gesamten Finanzausgleichsmasse künftig einen weitaus größeren Anteil einnehmen. Auf Zweckbindungen wäre folglich zu verzichten, sodass die Kommunen die Mittel effektiv zur Deckung ihres Finanzbedarfs nach eigenem Ermessen einsetzen können. Hier greift auch unsere Kritik an der Beibehaltung der erhöhten Gewerbesteuerumlage. Wir wissen alle, dass Hessen die Summe der Belastungen aus Altschulden, nachhaltiges Lücke und Sondervermögen nicht wird tragen können. Nach den Wahlen der nächsten Jahre wird es zu einer Umschuldung auf den Bund kommen müssen. Wir sind dann nicht mehr weit entfernt, dass die Staatsschulden Deutschland zu erdrücken drohen. Wir können sie nicht bei der EZB abladen, Herr Boddenberg. Der Weg Italiens, Spaniens, Griechenlands und bald Frankreichs darf Deutschland nicht gehen, im eigenen und auch im Interesse der EU. Wenn man ein Beispiel beileibe kein Vorbild sucht, dann sollte man sich die Entwicklung von Japan vor Augen halten. Wir sind gerade auf demselben Weg, der Zombifizierung der Wirtschaft und der Banken. Wenn die Staatsverschuldung einmal die 150%-Marke, ich weiß, ist in Deutschland noch nicht der Fall, aber es gibt ja viele andere, überschritten hat, wird es schwierig, besonders mit einer schnell vergreisenden Bevölkerung. Wir müssen es also anders machen. Wir müssen die konsumtiven Ausgaben reduzieren, die für unsere Entwicklung notwendigen Investitionen absichern und die Staatsquote reduzieren, damit der private Sektor wieder auflebt und für das nötige Wachstum sorgen kann. Genau das haben wir versucht mit unseren 117 Anträgen. Der von uns vorgeschlagene Haushalt für 2021 hält die Bedingungen der Schuldenbremse wirklich ein, der zulässigen Nettokreditaufnahme ebenfalls, braucht keine Zuweisungen aus einem Schattenhaushalt mit dem verräterischen Namen Hessens gute Zukunft sichern. Wir holen uns lediglich 60 Millionen Euro für Luftreinigungsanlagen, also ein ganz unschuldiges Projekt, für die Kitas und Schulen aus den Rücklagen und wir investieren die Einsparung gewaltig in unsere jungen Menschen. Diese müssen zahlreich sein, zahlreicher als was abzusehen ist und stark sein bei dem Erbe, das wir hinterlassen. Bei der Lektüre der Änderungsanträge, welche die allgemeine Finanzverwaltung Einzelplan 17 betreffen, entstand bei uns der Eindruck, dass die gestalterische Kraft der anderen Oppositionsparteien durch die Ausformulierung der eigenen Forderungen bereits weitgehend erschöpft war. Die zur Gegenfinanzierung verfassten Anträge beschränken sich wieder einmal mehrheitlich darauf, vermeintliche Reserven der Landesregierung durch globale Minderausgaben oder globale Mehreinnahmen anzuzapfen. Das ist das Leichteste, was man tun kann. Oder aber gerissene Finanzierungslücken über eine steigende Steuerbelastung der vermeintlich Vermögenden vorzugsweise bis ins Grab zu schließen. Da sind ja Sie die großen Spezialisten. Die Schwierigkeit, wenn nicht gar Unmöglichkeit der Umsetzung der beiden in Rede stehenden Besteuerungsvorhaben der Linken, das heißt die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die signifikante Erhöhung der Erbschaftssteuer, wurden in diesem Hause bereits bei früheren Gelegenheiten in extenso in ihrer Absurdität dargestellt. Während die SPD das Sondervermögen von ihren Änderungsanträgen in Summe ausspart, somit diese in seinem Bestand nicht infrage stellt, wollen die Kollegen der FDP nur auf einen Teil der Zuweisungen verzichten und holen sich diesen Teil ganz bequem aus den Rücklagen. Mit der zelebrierten Ablehnung des Schattenhaushaltes scheint es da bei beiden Fraktionen gar nicht so weit her zu sein. Man ist halt leider noch nicht Teil einer Landesregierung. Der Linken kommt das Sondervermögen Hessen gute Zukunft sichern hingegen sehr zu Pass. Dass sich nun auch die CDU von der Schuldenbremse zu verabschieden droht, ist Wasser auf ihre Mühlen. Mit der Regierung im Rücken schöpft die Linke aus dem Vollen und beantragt Zuweisungen auf den Sondervermögen in Höhe von mehr als 1,4 Milliarden Euro. Wir haben einen weit steinigeren Weg beschritten. Für die Deckung unserer Ausgabenwünsche als auch für den Verzicht auf Zuweisungen aus dem Sondervermögen haben wir uns im Detail
mit den wichtigsten Produkten im Haushalt intensiv und kritisch auseinandergesetzt. Schauen Sie sich unsere Anträge an. Sie werden Kürzungen finden, bei denen wir lange diskutiert und es uns wirklich nicht leicht gemacht haben. Sie schätzen mich sowieso vollkommen falsch ein, Herr Schauke. Letzten Endes sollte sich das Land nur die Ausgaben erlauben, die aufgrund ihrer sozialen Auswirkungen langfristig nicht das demokratische System gefährden. Da unsere Kanzlerin auf Zeit, Frau Merkel, doch sehr zuversichtlich verkündet, dass bis Sommer 2021 jeder Deutsche, der sich impfen lassen möchte, geimpft werden kann, erwarten wir mit Spannung von unserem Finanzminister das Potenzial der Einsparungen bei den Ausgaben aus dem Sondervermögen von 12 Milliarden. Es wird ab Herbst 2021 noch schwieriger als bisher, einen direkten Bezug der Maßnahmen im Haushaltsausschuss zur Corona-Pandemie darzustellen. Danke sehr, Herr Heidkamp. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Werter Herr Präsident, werte Damen und Herren Kollegen, die Haushaltsberatungen waren ziemlich eng getaktet, und trotz des engen Zeitkorsetts haben die Oppositionsfraktionen fast 400 Änderungsanträge vorgelegt. Leider haben sich die Regierungskoalitionsfraktionen damit nicht auseinandergesetzt. Debatte, Fehlanzeige, Konsens oder Schulterschluss in der Krise, wir hören das ja immer, je nach Geschmack, nein, nur wenn es passt. Konsequent, man könnte auch sagen stur, alles abgelehnt. Falscher Absender, Inhalt irrelevant. Hier und heute, ja, da können Sie was sagen, Herr Kaufmann. Da gibt es auch keinen Co-Kommentar. Das ist ja mehr so eine Einbahnstraße. Und ein kleines sinnbildliches, inhaltliches Beispiel. Gestern steht hier an diesem Rednerpult Frau Staatsministerin Hinz und beschwört den gemeinsamen Kampf gegen die afrikanische Schweinepest. Dazu der Antrag der FDP allerdings in den Haushaltsberatungen. Man überlege sich, es geht darum, ob insgesamt der Bestand vernichtet wird in Hessen. Wir wollten 1 Million mehr statt kümmerlicher 500.000 Euro der Regierungskoalitionen. Was kommt? Frostiges Schweigen, noch nicht einmal ein inhaltlicher Diskurs. Werte Kollegen der Koalition, Sie haben sich entschieden, den bequemen Weg zu gehen. Weiter so, auf vertrauten Wegen oder in Kontinuität der Kanzlerin, es wird schon. Und obgleich alles anders ist, auch das hören wir ja ständig in diesem Haus, Jahr für Jahr durfte sich Schwarz-Grün über stetig steigende Steuereinnahmen freuen. Jahr für Jahr haben Sie es geschafft bei den Schwarz-Grünen, das Mehr an Einnahmen durch ein noch größeres Mehr an Ausgaben zu verfrühstücken. Nachhaltiger Schuldenabbau in Hessen, Fehlanzeige, unbekannt. Hessen geht weiter den besonderen, den schwarz-grünen Haushaltsweg. Die Ausgaben steigen, die Personalkosten in den Ministerien steigen, die Zahl der Digitalisierungsabteilung, jetzt haben wir im Kultusministerium auch noch eine, nimmt zu. Leider nimmt aber der Digitalisierungsgrad in diesem Land nicht zu. Zugleich steigen in 2021, und das ist ja grundsätzlich etwas Erfreuliches, die Einnahmen gleichwohl. Sie liegen über dem Ansatz des Haushalts 2020. Und das ist ja etwas Schönes in dieser Krisensituation. Man könnte fragen, Hessen in Top-Zustand in Zeiten der Krise? Leider nein. Die Investitionsquote sinkt weiter. 2021 ist sie vorgesehen in diesem Entwurf bei 8,7%. Und bis 2024, denn bei vielen, da komme ich nachher noch zu, muss man die Finanzplanung sehen, bis 2024 sieht man 7,6% vor. Der Schuldenberg wächst, Schwarz-Grün kann einfach nicht solide wirtschaften. Jahr für Jahr und auch in diesem Jahr lautet der Befund, Hessen hat kein Einnahmeproblem, steigt ständig. Hessen hat ein Ausgabeproblem, steigt noch mehr.
Und selbst in 2021, selbst mit einer Zufuhr aus diesem Schattenhaushalt, selbst damit schaffen Sie es nicht, einen Haushalt auszugleichen. Das ist schon ein besonderes Kunststück. Einnahmen 29,029 Milliarden, Ausgaben 29,803 Milliarden. Werte Kollegen, das sind schlechte Krisenvoraussetzungen. Und wir haben heute auch schon mehrfach gesagt, wir wissen nicht, was da noch kommt. Inhaltlich zeigt diese Pandemie auf jeden Fall schonungslos Defizite in wichtigen Bereichen auf. Kluge Investitionen, Innovation ist gefragt, um die Defizite schnell und zielgenau zu beseitigen, Hessen zukunftsfit zu machen. Und, werte Kollegen, man kann das alles machen, ohne das Sondervermögen Typklasse Schwarz-Grün-Hessen. Man kann all das machen, ohne den Schuldenstand in Hessen bis zum Ende der Legislatur. Das kann man gar nicht oft genug den jungen Menschen auch in den kommenden Generationen sagen, mal eben um 13 Milliarden, um ein Drittel zu erhöhen. Wir Freien Demokraten, wir haben genau das mit unserem Haushaltspaket solide handwerklich dargelegt. Man kann klug investieren, man kann solide wirtschaften und man braucht keine Zufuhr aus dem Schattenhaushalt Sondervermögen. Nein, man kann sogar noch Schulden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, die wollen Sie nämlich machen, um die Hälfte reduzieren. Aber, werte Kollegen, dafür muss man Dinge tun, die diese Landesregierung nicht will oder vielleicht nicht kann. Was tut man in Zeiten der Krise? Vielleicht sollten wir uns einfach einmal orientieren an dem scheint manchmal vergessenen Kaufmann. Nicht den Namenskaufmann, ich nehme lieber die Berufssparte. Alles auf den Prüfstand erst einmal. Wir haben eine globale Minderausgabe in Höhe von 150 Millionen Euro vorgeschlagen. In den Ministerien Einsparpotenzial sichten, in einem realistischen Maße dort Ansätze kürzen, wo aus den Erfahrungen durchaus Luft ist. Das ist solide gerechnet. Doch Sie sind einfach nicht dazu bereit, seit dem ersten Moment der Krise an mal Ausgaben zu hinterfragen. Es ist ja auch wunderbar, Corona ist für Sie eine Lizenz zum Schuldenmachen. Wozu sparen? Man hat doch diese Schuldenmaschine. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Ja, und was macht unser altmodischer Berufsstandkaufmann noch? Er schaut, ob was im Sparstrumpf, dem Notstrumpf, der Rücklage ist. Ich dachte, Sie wollten mir noch einen Sparstrumpf zeigen, Herr Boddenberg. Vorher geht er sicher nicht zur Bank und nimmt einen Kredit auf, unser Kaufmann. Nun haben wir in Hessen auch einen solchen Sparstrumpf, die allgemeine Rücklage. Eine Rücklage ist für die Zeiten der Not der Sparstrumpf eben. Wann, wenn nicht jetzt, soll er dann helfen? Wir haben vorgeschlagen, aus dem Sparstrumpf der Rücklage jetzt 650 Millionen Euro zu entnehmen. Es braucht keine Zuführung aus dem Sondervermögen, Klammer auf, Schuldentopf. Und, werter Herr Kaufmann, jetzt komme ich zu dem Kollegen Kaufmann. Sie haben so, es wirkt ja Jahre vorweg, vor der Debatte, Sie malen sich ja immer gerne die Welt, wie sie Ihnen so gefällt, und erklären uns das. Das ginge alles buchungstechnisch nicht. Da finde ich aber total interessant, dass im Finanzplan, den wir ja auch noch auf der Tagesordnung hatten, Seite 41 fortfolgende empfehle ich die Lektüre. Da machen genau Sie, Schwarz-Grün, das, was wir machen. Sie entnehmen in 2024, hat nur zufällig mit Wahlereignissen in der Nähe zu tun, dort machen Sie genau dasselbe buchungstechnisch. Wir sagen aber jetzt, wir wollen keine Schulden mehr, wir wollen jetzt aus der Rücklage nehmen, wir wollen keine schönen Bilder stellen, allein nur für Wahlereignisse. Das ist aber anscheinend Ihr Fokus. Seien Sie so ehrlich, geben Sie es zu, PR ist wichtiger als solides Wirtschaften. Wir haben zu diesem Haushalt 2021 mit unseren Anträgen gezeigt, es geht ohne den Schuldentopf Sondervermögen, es geht mit einer, das ist wichtig für die Zukunft, höheren Investitionsquote und es geht mit einer deutlich niedrigeren Neuverschuldung. Und dabei kann man auch noch klug, innovativ investieren. Und, werte Kollegen, man weiß nicht, was einen sprachloser macht. Auch nach der Debatte bisher, heute von Seiten der bisherigen Regierungsfraktionen. Ihre ungebremste Lust, Schulden zu machen
oder ihre Fantasielosigkeit bei Investitionen. Die Zukunftsfelder Bildung, frühkindliche Bildung, Innovation, Digitalisierung, die befinden sich in diesem Bundesland Hessen auch noch im Monat 12 in stark reparaturbedürftigem Zustand. Kreative Vorschläge, Impulse für Hessen von Schwarz-Grün, Fehlanzeige. Sie haben keine Ideen, geben Sie es doch zu. Fehlanzeige, Sie sind lieber oder gut darin, wie heute auch wieder. Sie haben sich ja eigentlich nur an der Kreativität anderer abgearbeitet. Vielleicht sollten wir Ihnen vorher mal ein paar Ideen von uns geben. Unsere Haushaltsanträge standen unter dem Motto krisenfest und zukunftsorientiert. Und wir sind der festen Überzeugung, auch aus dem, was uns diese Pandemie zeigt, wir brauchen stärkere Anstrengungen in den Bereichen Bildung, Digitalisierung und vor allen Dingen bei der Steigerung oder Unterstützung der Situation unserer hessischen Innenstädte. Ja, beim Bereich Digitalisierung gab es Mittel zur Gegenfinanzierung der Bundesmittel für den Digitalpakt. Wir erinnern uns, es begleitete uns auch förmlich monatelang dieser Digitalisierungspakt. Es gab drei Annexe, aber es fehlten die eigenen kraftvollen, jetzt ist wieder weg, der Kultusminister, die eigenen kraftvollen Anstrengungen in Hessen dazu. Und seit Beginn der Pandemie und die Debatte heute zu unserem Gesetzentwurf hat es auch wieder gezeigt, wir haben die Digitalisierung in der Bildung verschlafen. Jetzt müssen wir mehr tun als unbedingt notwendig, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir müssen durchstarten. Es bedarf in vielen Bereichen für die Akteure, Schüler, Lehrer und Lehrerschaft, den Eltern, braucht es einen richtigen sozusagen, ja, Neustart, neue Wege. So ein bisschen Wursteln geht nicht. Und auch im Bereich der Kinderbetreuung, oft vergessen bei dem großen Segment Bildung. Bildung fängt an, wenn ein Mensch auf die Welt kommt. Und deshalb ist für uns Freie Demokraten der Bereich der Kinderbetreuung so wichtig, dort zu investieren und vor allen Dingen mehr in die Qualität statt in die Quantität, die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen, dieser Menschen, denen wir unseren Nachwuchs anvertrauen, und Hindernisse durch die Einführung einer Ausbildungsvergütung abzubauen. Unsere Anträge dazu, unser Paket, war finanziell auch leistbar. Aber Schwarz-Grün will das nicht. Und ebenso wenig, man kann es immer nur vermuten, weil Sie ja nichts sagen in den Debatten, der dritte Schwerpunkt, Innenstädte. Die Landesregierung hat mehrfach angekündigt, das ist ja das andere Organ der Pressemeldung, Maßnahmen im Umfang von 40 Millionen Euro für unsere Innenstädte zur Verfügung zu stellen. Nur davon in diesem Haushaltsentwurf ist davon nichts erkennbar. Das sind wieder Worte. Da fehlen die Taten. Und in den Innenstädten... Und in den Innenstädten wird die Situation prekärer. Alle, die wir vor Ort unterwegs sind, wir spüren es doch, was da auf uns zukommen wird an Herausforderungen. Wir Freien Demokraten haben einen Änderungsantrag gestellt. Nicht nur Worte, Taten. 20 Millionen im Haushalt einzustellen und den bisherigen Einsatz von 1,3 Millionen, wollten Sie gerade mal ausgeben, für Hessens Innenstädte deutlich zu erhöhen. Die Innenstädte, sie brauchen auch ein klares Signal. Es gibt keine klare Regel, und wir müssen dort auch sicherlich die kreative Subsidiarität achten. Aber klar muss sein, wir sind solidarisch. Die Schließung wurde auf Landesebene angekündigt. Und jeder weiß es auch, der Dorfkern, der Stadtkern, das ist der Nukleus des gesellschaftlichen Lebens. Wir müssen dort anfangen, bevor es wieder zu spät ist und wir nachher wieder nur in den Reparaturbetrieb gehen. Deshalb ist uns Freien Demokraten das so wichtig. Und wir haben hier ein sehr starkes Signal gesetzt. Werte Kollegen, es ist wirklich schade. Es wird immer so viel hier gesagt. Die Situation ist so außergewöhnlich. Wir haben so eine große Verantwortung. Wir müssen so viel tun. Und dieser Haushaltsentwurf der schwarz-grünen Regierungskoalition, ja, der wird dieser Krise und der Herausforderung nicht gerecht aus unserer Sicht. Hier werden Chancen vertan, Schulden werden aufgetürmt. Die Kollegin Faeser hat so schön davon gesprochen, ein Haushaltsentwurf zeigt, wer du bist. Ich frage mich wirklich, was Sie sind. Man könnte sagen, Kollege Kaufmann ist Mr. Nett und sagt immer, wo es anders geht. Wir haben konstruktive Vorschläge gemacht,
Und am Ende, lassen Sie mich es bitte nicht versäumen, es war für uns Oppositionsfraktionen besonders sehr sportlich in den Beratungen. Aber ich möchte es nicht versäumen, allen Akteuren des Budgetbüros, den Mitarbeitern aller Ministerien, die sozusagen in dieser schwierigen Situation Lesungen, kursorische gemacht haben mit uns Abgeordneten, uns da die Informationen, damit wir dieses hier tun können, den demokratischen Wettbewerb der Ideen. Und natürlich die ganzen Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die das auch noch alles klug aufs Papier gebracht haben. Ganz herzlichen Dank. Und wir hoffen, dass Schwarz-Grün noch ein Einsehen hat. Wie gesagt, als Ideengeber stehen wir gern zur Verfügung. Und solide Haushalten können wir Freien Demokraten eh besser. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Schardt-Sauer. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ja, ich erkläre Ihnen das gerne noch einmal, Herr Finanzminister. Ja, da haben Sie uns ja eine schöne Vorlage gemacht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie, die verschärft die soziale Schieflage in unserem Land. Millionen Menschen bangen in diesen Wochen und Monaten um ihre Existenz. Die Arbeitslosigkeit steigt, eine Welle von Insolvenzen droht. In Bussen und Bahnen kann man Menschen ansehen, ob sie sich eine FFP2-Maske überhaupt leisten können. Und noch immer sind in Krankenhäusern, Kitas und Altenpflegeeinrichtungen nicht genügend Testkapazitäten vorhanden. Wirtschaftliche Nothilfen wie die November- und die Dezemberhilfen sind noch immer nicht an alle, die sie benötigen, ausgezahlt. Zweifelsohne hat die Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung, zur Bewältigung der Folgen auch gewichtige Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Milliardenschwere Zusatzausgaben treffen auf spürbare Steuermindereinnahmen. Ja, und es war richtig, wie wir es hier betont haben, dass Bund und Länder in der Krise hunderte Milliarden in die Hand genommen haben, um Arbeitsplätze zu retten und Existenzen zu sichern. Nur leider sind nur allzu oft die Mittel an die großen Unternehmen geflossen, während Solo-Selbstständige und Kulturschaffende noch immer nicht vernünftig abgesichert sind von einem Pandemiezuschlag für Transferleistungsbezieher. Der war auch immer noch nicht drin, und das ist einfach erbärmlich. Für DIE LINKE war und ist klar, wenn CDU und GRÜNE auch in Hessen in der Krise die Schuldenbremse aussetzen, ein 12 Milliarden schweres Kreditprogramm auf den Weg bringen, kurzum ihre jahrelang gepredigten, gebetsmühlenartig wiederholten fiskalpolitischen Überzeugungen mal ebenso über Bord werfen, dann entscheiden wir nicht, im Unterschied zu Ihnen, nach Parteibuch der Antragsteller, ob wir dieser Maßnahme zustimmen, sondern wir entscheiden nach inhaltlichen Grundsätzen. Und deshalb haben wir der Aussetzung der Schuldenbremse zugestimmt. Dazu stehen wir, und wir arbeiten jetzt gemeinsam mit anderen daran, dass sie dann für immer fällt. Und ich finde es sehr interessant, wie Finanzminister Boddenberg uns immer wieder verzweifelt versucht zu erklären, dass CDU und GRÜNE ja gar nie und überhaupt nicht und nie und nimmer ja die Schuldenbremse beschädigen wollen, sondern ja lediglich die Regeln der Schuldenbremse anwenden würden. Ich finde, ein Blick auf die Zahlen, der entlarvt diese Argumentation als Wortklauberei. Der Haushaltsentwurf sieht eine Netto-Neuverschuldung von 840 Millionen € vor. Damit wird formal die Schuldenbremse gerade so eingehalten. Sie ließe Schulden von 848 Millionen € zu. Tatsächlich aber ist ja im Haushalt eine Entnahme aus dem Corona-Sondervermögen von 690 Millionen € vorgesehen. Auch dabei handelt es sich aus Mitteln von Krediten. Insgesamt braucht das Land schon in diesem Plan über 1,5 Milliarden Schulden, um im Jahr 2021 durch die Krise zu kommen. Und darin sind ja noch nicht die Mittel enthalten, die vielleicht noch durch das Sondervermögen notwendig werden und die wir im Haushaltsausschuss noch beschließen werden. Und da sprechen Sie allen Ernstes von Einhaltung der Schuldenbremse. Ich finde, das ist Augenwischerei. Und ohne das Sondervermögen würde das, was der Herr Kollege Kaufmann hier so schön zelebriert, man würde sozusagen die Linken, die würden immer rote Zahlen schreiben. Die Wahrheit ist, ohne ihr Sondervermögen und ohne das Eingeständnis, dass die Schuldenbremse gescheitert ist, dann
Ohne dieses Sondervermögen könnten Sie diesen Haushalt überhaupt gar nicht aufstellen, Herr Kaufmann. Und das Problem ist doch auch nicht, dass Sie die Schuldenbremse ausgesetzt haben. Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist, dass Sie es eben nicht schaffen, um in Ihrer Sprache zu bleiben, damit trotz den gewaltigen Kreditsummen die blühenden Landschaften zu schaffen, von denen Sie, die Sie sich vielleicht für Hessen wünschen. Sie schaffen es mit diesem Haushaltsentwurf lediglich, Ihr Programm über die Legislatur zu retten. Und das ist zu wenig mit Blick auf die sozialen, ökologischen Probleme, die wir in unserem Land haben. Bei Gewerkschaften und Linken, auch über die hinaus, hat es sich herumgesprochen, dass die Schuldenbremse gescheitert ist. Anders als die Grünen in Hessen sieht man das bei den Grünen im Bund übrigens schon vor der Corona-Krise so. Sie wollen ja die Schuldenbremse de facto abschaffen, um Klimakrise zu bekämpfen, um für gut ausgestattete Schulen und Sportplätze und Bibliotheken zu sorgen. Leider hat sich das hier in Hessen noch nicht rumgesprochen. Da sorgen sich die Grünen lieber bei 136 Änderungsanträgen der Linken vor der Einführung des Sozialismus und überholen in ihrer Rhetorik dabei sogar noch die Hessen-CDU. Na prima. Da ist der Kanzleramtschef Helge Braun schon weiter. Der erklärte nämlich in einem Gastbeitrag kürzlich im Handelsblatt, ja, die Schuldenbremse, die kann man in den kommenden Jahren nicht einhalten. Er plädierte dafür, das Grundgesetz zu ändern und die Schuldenbremse für mehrere Jahre auszusetzen. Sehr schade, dass er aus den eigenen Reihen dafür zurückgepfiffen wurde, denn seit Längerem fordert ja sogar das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft die Abschaffung der Schuldenbremse und eine Schuldenregel, die sich wieder an der Höhe der Investitionen orientiert. Ich finde, da könnten Sie von diesem Institut und auch von Helge Braun einiges lernen, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grünen. Aber wir werden diese Expertise hier auch in den Hessischen Landtag einfließen lassen. Wir haben ja eine schriftliche Anhörung beschlossen zu unserem Gesetz zur Abschaffung der Schuldenbremse. Da können wir ja mal vielleicht mit Helge Braun und Michael Hüter als Sachverständige zu diesem Thema reden. Das Sondervermögen schafft im Rahmen der gescheiterten Schuldenbremse einen schmalen Ausweg aus der Krise. Auch für die Kommunen, wir beraten ja heute das entsprechende Finanzausgleichsgesetz, wird sich schon morgen zeigen, vielleicht spätestens übermorgen, dass dieser Weg zu schmal sein wird. Wir hätten den Ausweg gerne breiter gestaltet, denn wir wollen nicht einfach nur sozusagen eine überholte Koalition über die Legislatur retten oder zur alten Normalität zurück. Wir sehen, dass es Probleme, die wir vor der Krise schon hatten, dass diese in der Krise weiter bestehen, dass sie noch schärfer werden und dass wir sie umso dringender nach der Krise auch lösen müssen. Davon findet sich leider in Ihrem Haushaltsentwurf keine Spur. Die Landesregierung ist mit dieser Krise überfordert. Sie beschränkt sich darauf, zu verwalten, Altenheime, Schulen, bei der Impfstoffversorgung, so eben auch im Landeshaushalt. Ein Plan, wie man durch die Krise kommt, lässt sich im Haushaltsentwurf eben nicht erkennen. Wir haben über 130 Änderungsanträge eingebracht, mit denen wir deutlich machen wollen, dass eine andere Politik nötig ist, dass diese auch machbar ist. Und wir haben dabei drei Bereiche ausgemacht, in denen wir Schwerpunkte setzen wollen. Erstens, es geht darum, die mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Pandemie abzumildern. Zweitens, wir wollen das Gesundheitswesen, die sozialen Netze in Hessen stärken. Und drittens brauchen wir Maßnahmen für die öffentliche Infrastruktur, für einen sozial-ökologischen Umbau. Zum Ersten, um die unmittelbaren Folgen der Pandemie abzumildern, braucht es mehr Geld. Und hier gilt nicht kleckern, sondern klotzen. Und dass das Corona-Sondervermögen da ist, zeigt ja, dass man Geld in die Hand nehmen kann. Nur ist es im Zweifel zu klein geraten, um durch die Krise zu kommen. Wir wollen 1,5 Milliarden aus diesem Sondervermögen entnehmen. Denn wer glaubt, dass das, was Sie veranschlagen, ausreicht, der wird sich täuschen. Wir wollen die Lücken schließen bei den Hilfen, bei persönlicher Schutzausrüstung. Aber ganz wesentlich sind uns auch Mittel, um Arbeitsplätze zu retten. Und wir wollen nicht, wie die Landesregierung, auf Bürgschaften, stille Beteiligungen und irgendwie da so eine karitative Aufgabe für Unternehmen eingehen. Wir wollen, dass das Land selbst bei Unternehmen einsteigt und im Gegenzug dafür Beschäftigungssicherung durchsetzt, Einkommenssicherung, eine größere demokratische Mitbestimmung und eben auch den sozial-ökologischen Umbau.
Wir wollen das Sondervermögen aber auch dafür nutzen, im öffentlichen Bereich besser als bisher durch die Pandemie zu kommen. Wir wollen Schulgebäude sanieren, die technische und personelle Ausstattung in dem Bereich verbessern. Für uns ist und bleibt es nicht hinnehmbar, dass Schülerinnen und Schüler noch über Generationen hinweg in schlecht belüfteten Unterrichtsräumen lernen sollen. Wir hatten schon vor der Pandemie ein großes Problem mit dem Sanierungsstau in den hessischen Schulen. Und deswegen wollen wir eine große Summe in die Hand nehmen, um endlich unsere Schulen zu sanieren. Und wer alles in allem sich an der Schuldenbremse klammert und an der schwarzen Null, der muss dann eben auch sagen, dass er genau das nicht will. Ein zweiter wichtiger Bereich unserer Änderungsanträge ist, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und das soziale Netz in Hessen auszubauen. Darunter sind sicher große Posten wie die Krankenhausinvestitionen, die in einer Höhe stattfinden, wie es die Krankenhausgesellschaft verlangt. Und wenn wir in der Pandemie was gelernt haben, dann doch, dass wir mehr Geld in unsere Gesundheitsversorgung stecken müssen und dass wir nicht alles dem Markt und dem Wettbewerb oder gar der Privatisierung anheimfallen lassen dürfen. Aber da sind auch große Posten wie eine Verbesserung der frühkindlichen Betreuung, der frühkindlichen Bildung. Aber es gibt auch kleinere Posten, die wir veranschlagen, zum Beispiel eine Rückkehrprämie in der Pflege, weil wir erleben doch, dass der Pflegenotstand dazu führt, dass es nicht genug Personal gibt, dass es Überlastung gibt. Und mit einer solchen Prämie könnte man mehr Menschen dafür gewinnen, wieder in die Pflege zurückzukommen. In dem Bereich Soziales finden sich viele kleine Änderungsanträge, denen CDU und Grüne bedenkenlos zustimmen könnten, wenn sie sie denn inhaltlich richtig finden, selbst wenn sie unsere Gegenfinanzierung nicht teilen. Diese könnte man aus dem Haushalt erwirtschaften. Ich denke an das Unterstützungsnetzwerk für Menschen ohne Krankenversicherung, eine Stärkung der schwangeren Konfliktberatung oder aber auch eine Förderung der Gemeinwesenarbeit und der Digitalisierung. All das wäre finanzierbar. Aber leider haben wir ja die kuriose Situation, dass Sie alle Anträge aus Prinzip ablehnen, wenn sie von der Linken kommen, seien sie auch noch so klein und vernünftig. Das unterscheidet Sie aber auch von uns. Wir stimmen Änderungsanträgen anderer demokratischer Fraktionen zu, wenn sie vernünftig sind, ganz unideologisch. Und das unterscheidet uns leider von CDU und Grünen. Ja. Zustimmen werden wir zum Beispiel dem Antrag der anderen vier demokratischen Fraktionen in diesem Haus nach einem allgemeinen Fonds für die Opfer von Straftaten. Das ist sicherlich ein richtiges Ansinnen. Er reicht uns aber nicht als Antwort auf den 19. Februar und den schwersten rechtsterroristischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Rahmen der Gedenkstunde waren die Familien und Angehörigen hier im Hessischen Landtag. Und deswegen beantragen wir 3 Millionen € für einen Fonds für die Opfer von rechtem Terror und rassistischer Gewalt. Nichts kann das Leid der Familien und der Hinterbliebenen lindern, aber das Land Hessen muss Verantwortung übernehmen für die Familien und die Opfer. Die Mittel sollen schnell, unbürokratisch und ohne Bedürftigkeitsprüfung fließen. Das könnten wir hier alle heute gemeinsam beschließen. Der dritte große Bereich ist der sozial-ökologische Umbau. Mit über 400 Millionen Euro sind bei uns die Schwerpunkte die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, den wir brauchen für eine Verkehrswende für soziale und klimagerechte Mobilität. Ein sozialer Energiebonus, damit es eben nicht nur energetische Gebäudesanierungen gibt in den öffentlichen Wohnungsbaubeständen, sondern damit diese für Mieterinnen und Mieter auch warmmietneutral und kostenneutral erfolgt und die Energiewende nicht auf dem Rücken der Schwächeren abgewälzt wird. Und wir wollen auch die nach wie vor dringend erforderlichen 10.000 Sozialwohnungen pro Jahr in klimaneutraler Bauweise entstehen lassen. Wir wollen einen vierten Förderweg schaffen, der sich nur an öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, an Genossenschaften richtet und damit eben eine dauerhafte Mietpreisbindung garantiert. Mit unseren über 130 Änderungsanträgen zeigen wir auf, was nötig wäre, um Hessen sozialer, ökologischer und gerechter zu machen. Vieles davon ist aus dem Haushalt, aus den 1,5 Milliarden, aus dem Sondervermögen von CDU und Grünen zu finanzieren. Ja, und für anderes bräuchte es tatsächlich ein gerechteres Steuersystem. In der Krise konnten die 119 Milliardäre in Deutschland ihr Vermögen noch einmal um 100 Milliarden auf rund 600 Milliarden steigern. Da mutet doch
einen Freibetrag bei der Vermögensteuer in Höhe von 1% an, so wie wir das hier berechnen, das mutet ja schon fast bescheiden an. Er würde aber immerhin 1,5 Milliarden in die Landeskasse spulen. Dazu kommen noch eine gerechte ausgestaltete Erbschaftssteuer. Die würde noch einmal 600 Millionen Euro bringen. Heute meldet das DIW, dass 50% der Erbschaften und der Schenkungen gehen an die reichsten 10% der Begünstigten. Das kann doch nicht sein. Und wenn nicht jetzt in der Krise, ziehen wir endlich die Lehren und ziehen diejenigen endlich angemessen an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben heran, die es sich nun wirklich leisten können. Das ist an der Zeit, meine Damen und Herren. Ja, und dann wird immer gerne verbreitet, die Linken, die wollen das Geld nur ausgeben, die können auch nichts einsparen. Doch, wir wollen auch einsparen. Wir sparen beispielsweise beim Inlandsgeheimdienst ein. Der hat beim Kampf gegen rechts ja gezeigt, dass er eher Teil des Problems als der Lösung ist. Wir können uns auch gut Einsparungen bei der Ausweitung der Kapazitäten vom Abschiebeknast vorstellen. Die sollen ja vervierfacht werden. Und wir würden gerne verzichten auf Privatisierungsprojekte wie PPP. Ich glaube, das Leo-Desaster aus der Ära Koch, das uns die CDU hier eingebrockt hat, das könnte uns eine Lehre sein. Und hätten wir 2010, 2011 auf die Ausweitung der Derivatgeschäfte verzichtet, hätten wir noch einmal 80 Millionen Euro im Jahr mehr, das wir für Sinnvolleres verwenden können. Da wollen Sie ja jetzt mit den Änderungsanträgen für die Zukunft das Problem heilen, das in der Vergangenheit geschaffen worden ist. Abschließend, Herr Schalauske, wir sparen jetzt Zeit. Genau. Abschließend, einige Änderungsanträge von CDU, Grünen und FDP stimmen wir zu, ebenso wie vielen Änderungsanträgen der SPD, insbesondere im sozialen Bereich, wenn sie in die richtige Richtung gehen. Die Änderungsvorschläge der AfD lehnen wir ab. Wir lehnen auch diesen Haushaltsentwurf ab. Denn er leistet nicht das, was notwendig wäre, um diese Krise zu überwinden und Hessen sozialer, gerechter und ökologischer zu gestalten. Vielen Dank. Danke, Herr Schalauske.